Hey ihr Seelenfresser, willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ja, das Schlimmste ist eingetroffen, was passieren kann. Ja, wir sind nämlich so langsam, wie soll ich sagen, nicht mehr wir selbst. Wir werden nämlich von Johnny Silverhand langsam aufgefressen. Von seiner Seele werden wir vereinheimt. So, habe ich noch andere Munition oder war das jetzt nur die Gewehrmunition? Naja. So, wir essen mal was. Das war ja auch noch hier. Missionsziel, wie ich aussehe, meine Güte. Kannst du nicht in Worte fassen, oder? Schlimm. So, Verbrauchsgüter, was essen wir denn Leckeres? Tomato Juice. Aber ich glaube, ist das Essen? Das wird nur Trinken sein. Essen wir noch ein bisschen Pizza mit Heuschreckensalami. Geil. Was finde... Achso, ich soll was finden. Ich soll nicht essen, sondern... Ist das Nine Inch Nails? Oh mein Gott. Nein, denn schnell, wie geil. Trent Reznor, Mann. So, ich soll mal neben der Toilette schauen. Was ist denn hier rechts neben der Toilette? Die drei Muscheln sind da. Natürlich sind die drei Muscheln da. Oh, ich hoffe nicht, dass ich da jetzt wieder Probleme kriege mit Copyright und so weiter. Ah, es ist ätzend mit der Musik. So, ich habe schon lange keine Mails mehr gecheckt. Was? Warnung, sie wurden angegriffen. Achtung, Malware entdeckt. Ja, ist klar. Penis-Nanogel-Betrugswarnung. Mega-Medikamentenlotterie. Und überfällige Miete. Oh, oh. Sehr geehrte Damen und Herren, laut unserer Unterlagen haben wir von Ihnen diesen Monat noch nicht die Miete für Ihre Einheit im Megagebäude H10 erhalten. In Übereinstimmung mit Mietvertrag VD, bla bla bla, werden weitere Zahlungsverzögerungen eine Zwangsräumung zur Folge haben. Upsi. Akimura hier. Wir müssen reden. Komm zu Tom Steiner. Warum sollte ich mit dir reden? Weil ich dir das Leben gerettet habe. Ich bin immer noch nicht über alles hinweg, was die letzten Tage passiert ist. Das wirst du so schnell auch nicht. Na und? Wenn du überleben willst, musst du zurück in den Ring. Nächste Runde läuft. Tom Steiner, ich warte. Boah, sieht das krass aus hier. Oh nein, nicht schon wieder. Ah, shit! Johnny, hör auf! Relic Fehlfunktion. Ah. Oh, es ist eklig. Warum? Die Verwaltung des Megagebäudes H10 möchte Sie darüber informieren, dass Ihr Fahrzeug in der Garage in der Nähe abgeholt werden kann. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Oh, wo sind die blauen Pillen, Mann? Was? Von Geld? Wenn Geld von Hand zu Hand? Ja. Okay, wir gehen einfach. Oh. Jetzt auch noch mit Takemura treffen. Oh, hier gibt es ja eine ganze Menge neue Nebenmissionen. Ich würde sagen, dann machen wir doch erstmal da ein paar. Hier. Ja. Gut, mal gucken. Das ist ja hier, denke ich. Direkt. Sind die jetzt auch hier dieser... Ah ne, ist die NCPD. Ich dachte... Hey, ten cuidado. Die Gang-Arschgeigen sind jetzt hier im Megablock schon. Barry! Barry, wir wissen, dass du da drin bist. Wir wollen dir helfen. Playing for time. Ihr habt keinen Durchsuchungsbefehl. Lass den Scheiß, Mann. Mach jetzt auf. Wir sind als Kollegen hier. Haben eine Weile nichts von dir gehört. Wir machen uns Sorgen. Danke. Und jetzt lass mich alleine. Super, Mendes. Du bist echt ein Arsch. Ich bin hier der böse Kopf. Er ist es doch, der sich einbunkert und nach Aufmerksamkeit kreist. Happy together. Versetz dich mal in seine Lage. Er hat einen Freund verloren. Bist du weder der Erste noch der Letzte. Das ist das Leben. Wieder mal jemand im Gebäude durchgeknallt? Das ist eine Privatangelegenheit. Also verzieh dich. Warte, vielleicht kennt er Barry. Gibt es was, das ich tun kann? Vielleicht. Kennst du Barry überhaupt? Nicht so richtig. Haben ein paar Mal geplaudert. Er ist ein Freund aus dem Revier. Hat vor kurzem aufgehört. Hatte einen Zusammenbruch, als sein bester Freund starb. Wir befürchten, er könnte was Dummes tun. Ganz ruhig, Petrova. Barry hat Nerven wie Drahtseile. Er ist nur ein gehässiger Bastard. Mendes! Könntest du nach ihm sehen, wenn er sich beruhigt hat? Sicher, warum nicht?
Ist ja nicht so, als wär's weit. Danke. Aber hab Geduld. Cops, die eine schwere Zeit durchmachen, sind kompliziert. Ich sehe mal, was ich tun kann. Hey, Barry. Alles okay bei dir? Das nehme ich mal als ein Ja. Ich komme später nochmal. Okay, das war wörtlich gemeint. Wir sollen ihm ein bisschen Zeit lassen. Human Nature. Hol ein Auto aus der Garage. Ja. Machen wir das mal. Komm ich jetzt? Komm ich direkt von meinem Apartment aus dahin? Okay, krass. Ich komme direkt von hier aus der Garage. Nimm's jetzt. Okay, dann nicht. Oh mein Gott, was ist hier los? Ich bin Arif Iqbal mit den WNS News. Heute ist ein trauriger Tag in der Geschichte Night Cities. Bürgermeister Lucius Ryan ist verstorben. Oh nein! Ryans Familie hat uns über seinen Tod informiert. Das ist so traurig. Er starb friedlich, während er schlief. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Aha. Geht allerdings vom Versagen seines Herzimplantats aus. Herzimplantat, ja. Ist auch gar nicht leicht zu manipulieren, wahrscheinlich sowas. So ein Herzimplantat. Mein schönes Auto. Wow. Ey! Was? Was soll das denn? Johnny, hast du das auch gerade gesehen? Hier stimmt was nicht. Was du nicht sagst. Ich meine, nicht das Autowrack, sondern die Fahrerflucht. Der höflichste Chauffeur der Stadt fährt nach einem Unfall einfach weg. Warum rede ich jetzt ganz normal mit Johnny, als wäre es cool? Ich meine, der will uns langsam übernehmen. Der muss uns übernehmen, sagte er ja. Die Nachricht von Delamain? Okay. Bitte vielmals um... Der hat aber gesagt, piep, Arschloch. Wir bitten vielmals um Entschuldigung für den Verkehrsvorfall und so weiter. Die Delamain Corporation möchte Sie herzlich in ihr Hauptquartier einladen, um den Schaden zu beurteilen und eine entsprechende Entschädigung zu arrangieren. Na gut, dann... Mein Lieblingssöldner, Regina Jones. Ach, hi, Reggie. Es geht einfach so weiter, als wäre nichts, oder wie? Ja, ein Fahrzeug kaufen. Ein Fixer hat dir gerade ein Fahrzeug zum Kauf angeboten. Jedes Mal, wenn ein Fixer dir ein Angebot schickt, erscheint eine neue Markierung auf deiner Minimap. Wenn du das Fahrzeug kaufen möchtest, begib dich zum angegebenen Ort und bestätige den Kauf. Ah, ich glaube, das soll eine der coolsten Missionen sein, habe ich zumindest gehört. Warte mal, wir gucken jetzt aber erstmal... Oh, Bedrohung sehr hoch. Was zum Geier? Wie geht dich zum Animals Club? Oh mein Gott, sehr hohe Bedrohung, der Auftrag. Hol dir da Belohnung. Oh, meine Belohnung bei Wakako abholen. Machen wir das doch. So, wo ist es denn? Wakako. Gibt's denn Schnellreise? Nee, auch nicht. Ach verdammt, dann gucken wir erstmal, wo ist das Auto? Happy Together. Tune up. Oh, Human Nature. Warte, bis das Auto repariert ist. Bedrohung sehr niedrig. Aha. Okay, mein Wagen wurde abgeschleppt. Ja. Okay. Es war voll viele Aufträge. Ach hier, mein Fahrzeug erstmal. Ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Auftragsort Kleptomanie. Krass. Die abgeschlossen machen wir mal zu. Holen wir uns erstmal den Galena G240, oder? Wo ist es denn? Oh, der ist direkt hier. Alles klar. 13.000 habe ich leider nicht. Mist. So, gucken wir erstmal, was skillen wir denn? Konstitution. Das Gesundheit und Ausdauer. Kritischer Schaden wird erhöht. Schaden im Stealth-Modus wird erhöht. Gegner decken mich langsamer im Stealth-Modus. Ja. Türen aufschließen, Tech-Kräfte. Ich würde sagen, wir nehmen das jetzt endlich mal, dass ich mal Türen öffnen kann. Und Breach-Protokoll und Quick-Hacks. Oh! Früher hat die für Geräte Quick-Hacks erforderliche Speicherkosten um 1. Nehmen wir das. Was haben wir noch hier? Quick-Hacks verursachen 10% mehr Schaden. Nehmen wir das auch mal. Ich will das langsam zum Super-Hacker avancieren. Ist das in der Garage? Ach man. Ich habe jetzt keinen fahrbaren Untersatz. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße.
Haben wir erstmal hier so ein paar Typen platt. Ich brauche nämlich Geld, Kinder. Geld ist wichtig. Hep. Bitte jetzt nicht umfahren, danke. Ach, Mann, oh. Weißt du, die ganze Zeit, ich laufe dahin. Und jetzt habe ich kein Auto mehr. Das ist jetzt blöd, ne? Das ist blöd jetzt. Was ist denn hier los? Neutralisiere die Bedrohung und sichere Beweismaterial. Was sagst du? So, Kinder. Wo ist es denn? Was hat er da für ein Päckchen liegen? Neuer Splitter dringend? Sie durchqueren die Badlands und Trucks, ja, aber wenn der Vollmond aufgeht, werfen sie ihre Masken von sich. Und was verbirgt sich darunter, fragt ihr? Reptiloide? Nein, sage ich euch, keine Reptiloiden, sondern Werwölfe. Die Saat ist aufgebracht. Die Wahrheit wird Wurzeln schlagen und aus den Fängen der Eindringlinge uns aus den Fängen der Eindringlinge befreien. Okay. Sind denn die Beweismittel jetzt hier? War's das schon? Ach, das war's schon. Na gut. Mach ich mal die Mission hier hinten. Oh, Mama Wells, ich habe etwas gefunden, das, warte. Wie? Wir müssen reden, bitte geh ran. Ich habe etwas gefunden, was Jackie gehörte. Ich glaube, er hätte gewollt, dass du das bekommst. Es wartet vor deinem Apartment auf dich. Oh nein, die Mama Wells. Na. Was? Hey, wie? Ich habe hier einen Alter, jetzt rufen sie alle an hier, ne? Ruf mal die Mutti an. Nicht. Wie? Oh. Ja, tschüss. Ich wollte eigentlich die Mutti anrufen. Entschuldigung. Was ist denn hier jetzt alles los, sag mal? So, erstmal Mama Wells anrufen. Wo ist sie denn? Mein Motelzimmer. Ach, Mama Wells, da ist er doch. Ja. Wie? Du hast dich lange nicht gemeldet. Jackie ist tot. Ich wollte ja anrufen, Mama Wells, aber du weißt ja, wie es ist. Verstehe. Du hattest Wichtigeres im Kopf. Melina, was ist denn los? Ich wollte nur erklären, warum ich. Du weißt schon. Schon okay. Das musst du nicht. Ich weiß, wie es ist. Ich war bei Jackie. Als er... Wie? Hör zu. Mein Sohn hat diesen Weg gewählt. Er kannte die Risiken. Hätte er gerettet werden können, hättest du es getan. Das weiß ich. Ich nehme an, du machst immer noch dasselbe. Wie vorher. Versprich mir, dass du da draußen auf dich aufpasst, ja? Möge er dich beschützen, Hijo. Wer nicht mitzieht, ist schon tot! Tot! Aha. Wenn du meinst... Oh Mann, die arme Frau. Mit dem Rücken zur Wand. Rückholaktion, Medikamente beschaffen. Die gestohlenen. Columbus Street. Vor ein paar Jahren habe ich mal einen kleinen Betrag oder Beitrag mit dem Titel Wie erschwinglich ist Gesundheit gedreht. Und es stellt sich heraus, nichts besonders. Meine Zahlen haben damals gezeigt, dass nur 3% der Einwohner von Night City sich eine Krankenversicherung leisten konnten. Seitdem hat sich vieles geändert, und zwar zum Schlechteren. Manche Leute haben den Rippern den Krieg erklärt, brechen in Kliniken ein und klauen die Medikamente. Kaum überraschend, wenn du mich fragst, aber die Ripper brauchen das Zeug natürlich. Also, du sollst also ein Paket mit gestohlenen Medikamenten zurückholen. Dank dem GPS-Sender am Paket wissen wir sogar genau, wo es sich befindet. Okay. Mach ich das doch. Ah, ich wünschte, ich hätte schon genug Street Cred für den Doppelsprung. Dann könnte ich nämlich einfach hier hochjumpen. Das wäre super. Einfach so. Ich rauche nicht, danke. Wer soll nachts das jaulen?
Wie ein sterbendes Tier. Nicht so laut. Willkommen, willkommen. Sonst kommen die. Ich will den Alkohol. Ich weiß. Die können mir nicht fragen. Sonst gib mir doch. Dafür. Ihr müsst was tun. Los jetzt. Er kann nicht hier bleiben. Hast du Kleingeld? Ach Mann, ey. Dieses. Dass ich mir sowas nicht nehmen kann, ja einfach. Aha. So, erstmal ein bisschen Data Mining betreiben hier. Was haben wir denn? Oh, das ist so gut, diese ganzen Slots, die ich jetzt hier habe. So, da haben wir die 1C. 55. Oh, 1C, alles voll. BD. 1C, oh, E9 konnte ich mir nicht holen. Aber jetzt ist es halt viel lukrativer hier alles. Wie man sieht. Viel lukrativer. Guck mal, jetzt voll ist alles im Arsch, Alter. Was ist mit den Leuten und mit den Gebäuden hier los? Das interessiert die gar nicht, wie es hier aussieht. Nicht ernsthaft, oder? Oh. Was ist los hier in Night City? Interessiert kein Schwein. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob hier noch andere Leute zu Hause sind. Ich hoffe es mal nicht, hä? Oh. Feuerschaden 15% nur. Nicht schlecht. Kann ich eigentlich sogar drauf lassen, würde ich sagen, hä? Kinder, hier ist doch jemand. Das wäre viel zu einfach, wenn jetzt hier keine Sau wäre. Munition ist immer gut. Ich habe aber echt wenig Munition. Aha. Ich finde das schön, dass man einfach Sachen einsacken kann. Das gibt's doch nicht, dass hier niemand ist, oder? Ah, das ist ja schon wieder. Was? We are all puppets. Wir sind alles nur Puppen. Oder Marionetten. Das sind sie auch nicht. Boah. Boah, die ganzen Käfer hier. Wo sind denn jetzt die Medis, ha? Bestimmt hier oben. Ich sag euch, hier sind noch. Irgendwo sind hier welche. Weil die kommen, wenn ich die Medis gefunden habe. Die Feinde. Eine Bombe. Aus Küchenzutaten. So, so. Die, die, die. Wer sagt denn überhaupt, dass die Dinger hier sind, bitte? Nur wegen dem GPS-Signal, das muss ja nichts heißen, oder? Halt! Ich mach dich nieder, du Pferd! Ich hab's so gewusst. Ah! Du Penner! William Herr. Und hier. Nachrichten. Bezahlt oder dein Kopf explodiert. Hey Kumpel, heute ist dein Pechtag. Du fragst dich bestimmt, wer ich bin. Tja, ich bin ein Voodoo-Boy.
Ja, hast du ja von uns gehört. Weißt du noch, als du das letzte Mal im Netz warst? Ja, ich auch. Ich habe deinen Coprozessor gehackt und eine kleine Überraschung für dich installiert. Also mach besser, was ich sage, sonst macht's Rums in deiner Birne. Ich denke, 1000 Eddies sind eine gute Summe, um deinen Kopf an Ort und Stelle zu halten. Wenn du zahlst, deinstalliere ich meine Überraschung. Wenn nicht, jage ich deinen Kopf in die Luft. Aber wenn du das NCPD rufst, jage ich deinen Kopf zweimal hoch. Du hast 2 Tage zum Bezahlen. Ich weiß, dass du das liest. Weil ich eine Spionagekamera in deine Optik eingebaut habe. Alter, stell ich das mal vor. Wir haben das hier gerade gemeinsam gelesen. Der Preis ist nicht verhandelbar, Kumpel. Also antworte gar nicht erst. Bezahl einfach und du wirst überleben. Treffen. Bill, weißt du, dass unser letztes Treffen schon 2 Monate her ist? Alle fragen nach dir. Kommst du Donnerstag um 7 und redest mit Mike und Sarah? Oder setz dich wenigstens dazu und hör zu. Denk dran, PTBS ist nichts, weswegen du dich schämen musst. Wir haben das alle durch, wir kennen den Schmerz. Wenn du dich nicht unter Druck setzt. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Wenn es dir diesen Donnerstag nicht passt, dann verstehe ich das. Aber versuch wenigstens wieder in die Routine zu kommen, okay? Und wenn du erstmal mit mir reden willst, ist es auch okay. Hast ja meine Nummer. Ich würde dich gern wiedersehen. Oh nein. Der Typ, der war eigentlich volles armes Schwein. Nein, Liam, ich habe genug von eurem Verständnis und all dem tröstlichen Schultergeklopf und von eurem Selbstmitleid. Reden bringt überhaupt nichts, Taten aber schon. Mach keine Dummheiten, okay? Wo wohnst du jetzt? Ich könnte vorbeikommen, wir könnten über deine Gefühle sprechen. Bill, wo bist du? Upsi. Naja, aber er wollte ja nicht anscheinend, ne? Ist halt dumm, aber dumm gelaufen. Was haben wir denn hier? Die Medis. So, dann bringen wir es mal zum Übergabeort. Aber dass der eine Typ so krass war, ist immer so, ne? Entweder sind es viele, die alle nicht so krass sind, oder einer, der super, super stark ist. Hey. So, hoffentlich stellen nicht wieder irgendwelche Gangfuzzis rum, ist ja immer so. Nee, tun sie nicht, okay. So. Missionsitem weiterleiten. Was? Ich hab doch... Missionsitem weiterleiten. Okay, dann halt... Gesundheitsbooster. Oh. Ach, das sind 1800 Sekunden. Ich dachte, das wäre was Permanentes. Das wäre cool. Ja, woher weiß ich denn jetzt, wo das Missionsitem ist? Wie wär's, ihr zeigt mir das direkt mal an? Nan? Okay, cool. Datenbank. Das sind auch nicht die Nigiri. Müsli, hä? Missionsitem, wo bist du? Mann, ey. Einhändige Keule. Vielleicht den selbstgebrannten einfach mal weitergeben. Packs, Quaker-Komponente, da da da. Ist das der Gesundheitsbooster? Nee, oder? Das ist zurückkaufen. Och, Kinder. Wenn ich auf R drücke für verkaufen. Jetzt ging's mit F, oder was? Na toll. Ich bin nicht bescheuert. Ich habe F gedrückt und trotzdem macht er das Verkaufsmenü auf. Egal. Was haben wir hier? Sabotage. Sabotiere das Ziel. Machen wir das gleich mal mit. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal ein paar Nebenmissionen, da ich mir eine Karre leisten kann. Weil bis meine repariert ist. Oh. Danke, Vee. War sicher nicht einfach, aber du hast das perfekt erledigt. Ja, klar. Auftrag beendet. Mach ich das nicht immer perfekt? 12 Street Cred. Ah, seht mal, je weiter wir die Street Cred pushen, desto mehr bekommen wir auch wieder neue Aufträge rein. Voll gut, ne? Wieso ich? Was ist denn hier? Ach, das ist wieder so ein Gang-Ding. Kann ich jemand anders? Ach so. Ja. Was? 15? Alter, Tiger Klaus, was hatten die denn... Warum sind die denn so stark, bitte? Krass, warum? Jetzt mal pingen hier. Das gibt's ja gar nicht. Warum sind die Tiger Claws so krass? Nicht, dass das alles Totenkopfgegner sind. Du bist hier.
Mann. Ey. Ah, shit. Ich lade das nochmal. Boah, diese ekelhaften Granaten, ne? Ich hasse Granaten. Oh, vor allem diese dummen Elektro, oder halt, die über Dauer Schaden machen, die sind echt fies. Echt, echt fies, oder? Komm ich da vielleicht auch von hinten ran, dass ich die so ein bisschen... Ich war nicht alleine. Ich verstehe absolut und übernehme die volle Verantwortung. Ja. So. Die kann ich so einfach alle von hinten ausschalten, so wie das hier aussieht, ha? Ich muss nur warten, bis die eine Person hier hinter geht. Mhm. Na toll. So, nur die eine vorne, die so krass geschützt war, ja. Hoppala. Jetzt kommt die Müllabfuhr! Ja, so geht's doch ganz easy, ja? Kriegt auch keiner mit, übrigens. So, und gute Nacht. Das war's schon. So. Aber hier schön, das war nochmal die 55. BD in 9, haben wir das schon mal fertig. Oh, okay, das war's. Schade. Aber so ist es jetzt schon deutlich einfacher, wenn man es mal... Ja, wenn man so ein bisschen rafft. Also wichtig ist halt immer die Komponenten fertig zu kriegen. Oh, ich gucke jetzt gar nicht, weil ich alles gefunden habe. Ich habe einfach alles aufgesammelt, fertig. Man muss halt immer versuchen, so eine Reihe fertig zu kriegen. Die anderen sind dann meistens sekundär, aber wenn man halt so wenig Möglichkeiten hat am Anfang, ist das echt blöde. Na? Wie das manchmal einfach nicht funktioniert mit dem Cursor, dass man irgendwas anschaut, aber kriegt es nicht angewählt. Huch. So. Nebenmission, Schmebenmission. Sieht das hier ungesund aus? Ich weiß nicht, das Wasser sah eben ein bisschen aus wie Säure. Von oben. Ja. War das jetzt clever, die Abkürzung? Ich glaube nicht, da wäre ich nämlich jetzt eben runtergekommen. Oh, Regina. Yotaro Shobo. Ein echter Psycho. Nimmt sich dabei auf, wie er Joy Toys foltert und verkauft die BDs dann an gleichgesinnte Hurensöhne. Cool. Die Mobs haben ihn endlich aufgespürt. Und du kannst dem Drecksack jetzt ein wohlverdientes Ende bereiten und dabei noch was verdienen. Mehr Infos über dieses Stück Scheiße anbei. Alles klar. Aber dann hier. Die Ankunft des sowjetischen Topfixers Mikhail Akulov in Night City hat für Furore gesorgt. Bisher heißt es, er sei nur für einen kleinen Deal in der Stadt. Echt jetzt? Der berühmteste Fixer der gesamten UdSSR soll persönlich für irgendeinen Kleinscheiß in Night City antanzen? Das glaubt doch wirklich kein Mensch. Also, was hat er vor? Wieso ist er in Night City? Mein Kunde will antworten auf diese Frage, deshalb sollst du einen GPS-Sender am Auto unseres geschätzten Genossen platzieren. Aber achte darauf, dass du die Sache sauber und leise über die Bühne bringst. Das ja, war jetzt nicht die hier, sondern es war die hier. Wo? Nee. Das war die Mission, aber ich will erstmal die machen hier. Es gibt einen Sowjetfixer in der Stadt. Mein Kunde will ihn kennenlernen und ihn willkommen heißen. Geh zum Hafen in Kabuki und bring GPS-Sender am Auto des Genossen an.
Den Wagen hat er aus der UdSSR mitgebracht. Mehr Infos anbei. Unbemerkt, so. Hier ist doch Paradox wirklich. Niemand, wenn du mich fragst, ist es nur wieder ein... Die Merkantanke? Aber das ist eine illegale Ausstrahlung. Du packst dich rein und unterbrichst die anderen Programme. Na ja, und woher weißt du, dass das nicht alles mit der Besitzer der Sender abgemacht ist? Ja, wo ist da die Karre, ist die Frage, ne? Ja. Oh Mann, das wird nichts mehr, glaube ich. Ja, egal. Immerhin einen. Ich hab schon wieder 10.000, das geht so schnell. Was ist diese doofe Karre jetzt? Umpolen ist das Beste übrigens bei Kameras, finde ich. Dass sie immer schön die Gegner ausspähen, nicht mehr mich. Da ist die Karre. Toll, Feindkontakt. Nein! Okay, das war's wohl mit unbemerkt. Machen wir mal das hier. Ja, krass. Ich meine, gut, ich habe den jetzt ein bisschen gewürgt, ja, aber ich habe ihn nur ohnmächtig gemacht. Ich habe ihn nicht getötet, ja. Sind das eigentlich wirklich Roboter? Ich glaube, es sind wirklich Roboter hier. So, hatte ich das da schon umgepolt? Ja. Ich hoffe. Jetzt habe ich sowieso. Aber den erstmal, glaube ich, kurz blind ein bisschen. Optik Neustart. Und weg mit dir. So. Soll es jetzt hoffentlich erstmal gewesen sein. Kann ich hier vielleicht ablenken? Breach-Protokoll, ein Vorteilspunkt, sehr schön. Oh, da ist was Blaues. Wow, wow! Keine Bedrohung entdeckt. Alter, wo kommt der genau dahinter? Mach jetzt, Gerät anbringen.
Sehr gut. So, und jetzt? Scheiße, wie komme ich jetzt hier weg? Ich kann nicht einfach irgendwo drüber springen, oder? Eieieiei. Nilfgaard, Alter. Bleib stehen jetzt. Das ist ein Roboter, den kann ich nicht einfach ausschalten, oder? Ach Kacke, komme ich hier irgendwie rüber, wenn ich da hochspringe vielleicht? Ja! Haha! Willkommen in Amerika, Genosse! Perfekt! Still und effizient wie in einem Film. Bloß bekommen wir dafür nicht so arsch viel Kohle. Aber man kann ja nicht alles haben. Auftrag abgehakt. Naja, arsch viel Kohle. Was kriege ich dafür? 1000. Das ist nicht gerade viel. Als wäre ich jetzt reich oder was? Was? Monsterjagd. Begib dich zum Ho-Oh-Club. Ich dachte jetzt der Ho-Ho-Club. Was ist denn Monsterjagd? Da, ist Mittel. Willst du der Menschheit einen Gefallen tun und auch noch Spaß dabei haben? Dann kümmere dich um Yotaro Shobo. Der Typ ist eine perverse Sau, die ihresgleichen sucht. Das Sadistenschwein gehört zu den Tiger Claws und dreht gern XPDs. Vielleicht übertreibt er es manchmal bloß, vielleicht geht ihm einfach vor dem Schreien seiner Opfer einer ab. Ich tippe auf Letzteres. Auf sein Konto gehen aktuell 17 Morde, aber Recht und Ordnung hinken wir immer hinterher, wenn es um Tote von Mr. Joy Toys geht. Ja, das hat ja immer noch Menschen, ne? Die Mox lassen sich das nicht mehr gefallen. Ein paar Mox-Netrunner haben Yotaros Studio aufgespürt. Im Ho-Oh, einem kleinen Club in Kabuki. Die Mox können sich dort nicht blicken lassen, deshalb brauchen sie dich. Finde diesen Wichser Yotaro und sag ihm, dass seine Tage in der Unterhaltsbranche gezählt sind. Ja, ist auch schon echt krass, ne? Ja, und wir haben schon wieder ein Level up. Dann mache ich jetzt mal technische Fähigkeiten. Auch wenn ich das nicht so gerne mag. Aber muss ja für die Türen, dass ich das mal, ne? So, Quick Hacks. 20% mehr Schaden. Was haben wir hier noch? Speicherkosten für Geräte werden verringert. Quick Hacks verursachen 50% mehr Schaden bei Gegnern, die dich nicht bemerkt haben. Oh, Schemata für das Herstellen von epischen Quick Hacks. Ist auch ziemlich geil. Neutralisiere das Ziel, dass das von einem Quick Hack getroffen ist. Stellt sofort einen Speicher. Punkt wieder her. Zeig gegnerische Netrunner an, wenn sie versuchen, dich zu hacken. Das ist wichtig. Ungewöhnliche Quick Hacks. Das ist auch geil. Gucke ich dann gleich mal rein. Schaltet den Dämon großer Schlaf frei, mit dem du alle Kameras im Netzwerk für 6 Minuten lang deaktivieren kannst. Ich nehme erstmal das mit physischer Resistenz. So, jetzt gucken wir mal. Kann ich denn jetzt herstellen? Einfach so? Oh ja! Geil! Waffenglitch blockiert die Waffen eines Ziels und macht sie vorübergehend unbenutzbar. Das ist ja geil. Bewirkt bei der Waffe des Ziels eine Fehlfunktion, dass die Treffsicherheit verringert. Außerdem werden Smart Tracking und das Durchdringen von Hindernissen deaktiviert. Ruft ein feindliches Teammitglied herbei. Was? Echt jetzt? Achso, dass man die vielleicht auseinanderziehen oder weglocken kann. Verseuchung. Verursacht niedrigen Schaden sowie Vergiften. Breitet sich auf 2 Ziele in einem Radius von 8 Metern aus. Effektiv gegen Gruppen von Gegnern, die nah beieinander stehen. Das ist cool. Thermalschaden. Oh, 39 pro Sekunde. Löst beim Ziel Brennen aus. Weniger effektiv gegen Drohnen, Mechs und Roboter. Okay. Audioschock macht das Ziel taub und verringert damit dessen Fähigkeit, gegnerische Geräusche wahrzunehmen. Deaktiviert die Fähigkeit des Ziels, sich vom Fleck zu bewegen. Das ist auch geil. Und Cyberware-Störung. Deaktiviere die Cyberware-Fähigkeiten des Ziels. Kann Bewegung oder Resistenzen ausschalten. Sehr effektiv gegen sich schnell bewegende Ziele sowie Netrunner. Das ist saugut. Gegen die super Flinken, die da immer so ausweichen. Und Kurzschluss. 167 Schockschaden, nicht tödlich. Verursacht beim Ziel mittleren Schaden. Sehr effektiv gegen Drohnen, Mechs, Roboter sowie Gegner mit Schwachstellen.
Pfeifen. Das Tier bewegt sich auf deine aktuelle Position zu. Oh Gott, nee, das ist nicht gut. Und Ping zeigt Gegner, Geräte, die mit einem lokalen Netzwerk verbunden sind. Ja, die baue ich jetzt alle mal hier, oder? Warte mal. Die Frage ist halt immer... Ich habe nur die normalen, oder? Also ich habe Kurzschluss schon, ich habe Optik Neustart, ich habe Ping und ich habe Überhitzen. Ach so, das ist genau dasselbe. Ich dachte, die wären schon stärker. Nee, leider nicht. Leider nicht. Verstärkung rufen, Verseuchung. Ja. Ich glaube, ich baue mir mal das Verseuchung, oder? Oder nee, Waffenglitch. Machen wir das mal. Geil. Waffenglitch ist super wichtig, glaube ich. Könnt ihr nicht immer auf mich ballern, die Arschgeigen? Und sind wahrscheinlich total überrascht davon. Haha. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Ey, hast du... Du ehrloser Köter! Du Arsch. Bleib bloß weg. Hilf den Kopf. Danke. Bist du der Penner? Nee, ist er nicht. Ey. Kann ich mal irgendwie Dinger hacken? Warum haben die eigentlich ein Problem damit, ich die Dinger hacke? Dann machen wir es halt nicht leise. Dann machen wir das halt schön laut. Wo ist der Penner? Noch mehr? Da sind noch ein paar. Wo denn? Irgendwo schießt da einer. Ich hab jetzt alle Automaten hacken kann gerade. Musik ist so krass hier. Ja. Wo ist er denn? Wie sieht's hier aus überhaupt? Die ganzen Lamellenglitter da. Die Ketten. Ah ja, du Sack. Da hinten bist du ja. Kannst schon brennen jetzt, ja? Komm mal schön. Ah, stirb. Von wegen nicht tödlich. Natürlich können die davon sterben. Wie viele hier sind, oder? Alter, was ist denn hier los? Wow. Das war er.
Ding macht das schon, glaube ich. Wie es hier aussieht. Oh Mann. Ja, was ist nur? Das Geschütz ist auf meiner Seite, warum schießt es denn nicht? Die Musik ist so geil, die ganze Zeit. Ich finde das so cool. Ah, komm schon. Boah, ich sehe halt nichts. Fadenkreuz, ne? Oh, bist du erschossen worden? Tut mir aber leid. Von einem eigenen Geschütz, ja? Ah, perfekt. Ah, alle drei. Alle drei zusammen. So, komm, wir sind doch nicht mehr im Kampf hier. Ist alles gut. Also, sind ihr noch Arschbacken von euch oder seid ihr alle tot? Also den Club. Aber erst noch ein bisschen hacken hier. Ein bisschen meinen. BD 1C. So, 2 von 3 ist auch okay. Wie gesagt, das Tool macht alles nur einfacher. Einfach mal den ganzen Club getötet. So. Ein bisschen Geld. Das ist so geil. Oh nein, ich hab's verkackt. Mist, na egal. So, nimm mal mit. Alles Geld, alles Punkte, Leute. Alles Punkte für Quick Hacks hier. Oh nein! Ich hab's verkackt. Schon wieder kein Drilling. Da lebt hier noch einer. Wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber ist gut. Egal. Alter, wie viel kommt der jetzt auch mal hoch hier? So, was ist jetzt mit euch Arschgeigen? Na? Kann man gar nicht alle schnappen. Egal. So, wenn jetzt noch einer kommt, dann werde ich aber grantig. Arschgeige. Boom. Warum kann ich die jetzt nicht mehr hacken auf einmal? Alles egal. Ich gehe jetzt einfach. Monsterjagd. Ein Wichser weniger in dieser Stadt. Ist echt so, ne? Da
Danke, W. Auftrag erledigt. Ist echt so, Regina. Oh, was? Hol dir deinen Bonus am Übergabeort. Achso. Hä? Muss er jetzt echt hochlatschen irgendwo? Oh, hier gibt's einen Aufzug. Das ist ja praktisch. Ich hätte gerne mal so die Überpistole irgendwann. Ist halt echt schade, dass die alle so kacke treffen, leider. Also, dass ich so kacke treffe. Die Zieloptik ist halt nicht immer so optimal für mich. Das ist der Übergabeort. Das gefällt mir aber nicht sehr. Ach, hier. Sprich mich nicht an. Ja, dann geh halt mal aus dem Weg. So, das war's. Wo können wir da als nächstes noch hin? Ich gehe erstmal hier hin. Hol das Paket bei Mama Wells ab. Dann machen wir das noch. Wie heißt das nochmal, das Mega-Gebäude? Ja, Happy Together ist hier. Wie heißt das? Atrium. Ja gut, das Mega-Gebäude Atrium. Nicht schwer zu finden. Ja, irgendwie ganz schade, dass man nicht einfach so schnell reisen kann, dass man immer erst in diese Automaten muss. Aber ich meine, da sieht man auch ein bisschen was von der Stadt zumindest. So ein bisschen. Klein bisschen. So. Atrium. Da holen wir uns mal das Paketchen ab von Mama Wells. Ach, die arme Mutti. Aber sie sagte ja selbst, er hat sich das ausgesucht, ne? Ich weiß ja nicht, was er und Jackie für eine Vergangenheit haben. Also wie? Wir und Jackie. Aber die scheinen sich halt schon wie Brüder gekannt zu haben. Hast du einen Pulsar für den Job genommen, wie du? Hallo? Achso. Das hier. Heroes. We can be heroes. For one day. Aha, ein Schlüssel für Jackies Motorrad. Oh! Alter, nicht ernsthaft. Die hat mir einfach sein Motorrad geschenkt, die Mutter. Und noch eine Weste. Sag mal. Ich muss erstmal kurz in meine Bude. Erstmal ganz kurz überprüfen, weil ich jetzt alles neu habe. So, ich habe einen fetten neuen Colt. Overtüre. Aber der ist, glaube ich, nicht so fett. Aha, eine Smart-Pistole. Ich zerlege jetzt einfach mal alles wieder. Ja. Dorfläufige Schrotflinte ohne Lauf. Oh, das Ding, das hat wahrscheinlich Streuung ohne Ende, aber macht wahrscheinlich gut Schaden ohne Ende. Ja, eigentlich gar nicht. So, ich zerlege mal alle Waffen, die nicht besonders sind. Ja, oh ne, den Colt nicht. Ja, den kann ich schon. Ist eigentlich alles total egal. Das ist alles Mumpitz hier, die ganzen Waffen. Einfach alles kaputt machen. Sagen wir mal ehrlich, ich werde sie sowieso nie nutzen. Den Colt auch nicht. Die ganzen Waffen hier. Auch wenn ihr jetzt schreien solltet und sagt so, nein, du kannst es nicht einfach alles zerstören, das ist alles Kohle, wenn du das verkaufst. Ja, habe ich ja vor. Ich verkaufe dann die Teile, wenn ich die... Oh, das sieht so kacke aus. Warum gibt es irgendwie nicht Helme, die... Ja, okay. Das geht. Das ist so kitschig, das geht fast schon wieder. Aber es gibt halt einfach keine schönen Sachen, die cool aussehen. Und die man dann ausblenden kann, wenn sie kacke sind. Mann. Naja, also das werde ich jetzt... Die sieht jetzt schon ziemlich cool aus, die Weste. Aber ich habe eh eine Schutzweste drüber nochmal. Ich glaube, ich lege das mal ab. Was ich nicht zerstören werde, lege ich ab. Habe ja schon mal gesagt, die Teile sind meistens mehr wert, wenn man die zerlegt. Aber ja, ist halt so eine Sache. Zum Beispiel das hier, wenn ich das verkaufe, ich glaube, das ist mehr wert, als wenn ich das zerlege. Oder? Hier zum Beispiel da, wenn ich das jetzt zerlegen würde, gibt es 7 und 6 Teile. Ich glaube, die grünen sind 8 Credits oder 8 Eddies wert und die anderen sind 5. Also das wird sich jetzt nicht lohnen. Aber bei sowas hier, was jetzt 6 Dollar kostet, da kann man das ruhig mal kaputt machen. Da hier 10, deswegen habe ich es auch immer noch Geld sortiert. Oh, die Sneaker, ich wollte gerade sagen, die sind bestimmt cool, die ziehe ich auf jeden Fall an. So. Und wenn die eine bessere Rüstung haben, ist immer gut.
billig und extrem langweilig. Deine Mutter in Hemdform sozusagen. Alter, diese Sprüche immer, ne? Immer deine Mutter-Witze. Stromabsorbierender Animals Overall. Eignet sich bestens fürs Fitnessstudio oder wenn du mal wieder das NCBD im Nacken hast. Aha. Ein Rock. Konzernrock. Ah. Nee, lass mal. Gut. Ach, Leute, sorry. Oh, bin schon wieder so müde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ja? Danke, dass ihr zugesehen habt und nicht vergessen zu liken und zu kommentieren, wenn ihr möchtet. Schaut gerne wieder rein. Oh, manchmal ist es scheißegal, wie du aussiehst. Bandagen. Das sind alles so Sachen, die will ich gerne mal so anziehen. Einfach just for the lulz, aber nicht, weil die gute Rüstung haben. Naja, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr da wart und ich hoffe, wir sehen uns wieder nächstes Mal zu Cyberpunk. Macht es gut. Tschüss.